Ein junger Tatverdächtiger nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter. Er ist barfuß und gefesselt an Händen und Beinen. Kriminalbeamte in Zivil führen ihn zum Auto. Offenbar wiegt der Tatverdacht gegen den jungen Mann so schwer, dass er in Untersuchungshaft muss. Insgesamt gibt es bisher 24 Tatverdächtige nach den Ausschreitungen in Stuttgart. Die Vorwürfe lauten auf schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Gestern Nacht wurde bereits ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen, ein zweiter gegen Zahlung einer Kaution freigelassen. Heute beim Amtsgericht Stuttgart, zwei Personen wurden schon vorgeführt. Drei weitere erwarten wir im Laufe des Nachmittags. Die beiden Personen, die schon vorgeführt wurden, wurden in Untersuchungshaft genommen. Alle fünf Personen sind Heranwachsende, also im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Es gibt zwei weitere Vorführungen, die sind beim Haus des Jugendrechts, auch heute. Die haben noch nicht stattgefunden, soweit ich weiß. Und dabei handelt es sich um Personen, die noch minderjährig sind.